So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des Live-Trading-Formats von JFT Brokers. Der DAX konnte heute Vormittag ein neues Verlaufshoch generieren, aber anschließend musste er kräftige Abgaben verkraften. Nach dem Video von heute Vormittag, da lief der DAX noch über dem Rainbow, doch ich war skeptisch, weil der Dow angeschlagen war. Das hat sich dann im Tagesverlauf dann bewahrheitet. Der DAX hat hier eine negative Tageskerze jetzt ausgebildet und musste sich dem Aufwärtstrend wieder beugen. Aber konnte noch vor der 9.550er Marke wieder nach oben drehen, leicht nach oben drehen und schloss dann bei 9.630. Hier lief jetzt kein aktueller Trade mehr. Im Dow wurde gestern ja auch noch beendet, kurz vor der FED-Sitzung. Deshalb gab es jetzt hier heute nichts Großes mehr zu sagen, beziehungsweise ich habe das jetzt auch nicht mehr ganz so verfolgt dann. Zu Silber ist hier, sind zwar die Abgaben ein bisschen stärker, aber dass es Abgaben geben könnte, war absolut nicht überraschend. Deswegen nehme ich auch gerne weit oben beziehungsweise in der ersten Aufwärtsbewegung Gewinne mit. Natürlich erwischt man nicht das Hoch, aber hier in etwa. Dann kann man auch einfach den Stopp nach oben setzen, den ich heute Vormittag eh schon gesagt habe, das sollte hier oben sitzen. Und nun muss man eben abwarten. Wenn man eben Teilgewinne gesichert hat, kann man ganz entspannt sich zurücklehnen und auf weitere Kursgewinne hoffen. Oder man wird eben ausgestoppt. Zu dem anderen Setup, was ja noch lief, das war das Pfund, das Währungspaar Pfund gegen US-Dollar. Ich kann mich immer nur wiederholen, auch wenn die Trades dann nicht so liefen. Ich habe gesagt, hier müsste jetzt noch dem nächsten Hoch folgen. Kam nicht, der Stopp wurde nicht nachgezogen. Das Hoch wurde dann eben später generiert und direkt hier um kurz nach 17 Uhr, da stand eben, ich habe mir hier einen Alarm gesetzt bei 1,44 und als es dann der Kurs hier die Marke erreicht hat, habe ich dann sofort die Analyse geschrieben. Kann man auch hier wieder nachkontrollieren. Hier 17.15 Uhr sollte man hier die Gewinne sichern, nicht dass jemand denkt, ich erzähle immer irgendein Schrott, im Nachhinein kann man immer alles sagen. Nein, 17.15 Uhr, hier an der Kerze, Anfang der Kerze, kam die Analyse raus, kurz, also knapp unter der Marke. So, dann, was lief sonst noch? Die Deutsche Bank wurde nicht ausgeführt, gab es wieder größere Abgaben. Ist auch nichts Überraschendes, die E.ON-Aktie konnte nicht ganz die 10-Euro-Marke erklimmen. Jetzt muss man hier natürlich schauen. Der Stopp müsste noch da unten bleiben. Notfalls 80 nachziehen. Aber ich denke einfach, der Wert hat hier wirklich noch definitiv Potenzial weiter nach oben. Deswegen lasse ich den Stopp da unten. Zu den Big Players noch, Facebook, zwar nicht explizit, dann immer gestern und vorgestern in Videos, aber das Setup kommuniziert. Der Stopp war auch klar auf Wochenschlussbasis so gelegen, das ist ein Wochensetup und konnte jetzt hier vorbörslich, aber achso, das ist eine Wochenkerze, deswegen habe ich mir gerade schon gedacht, da muss da ein Gap drin sein. Hier, riesen Gap wegen guten Quartalszahlen. Also im Prinzip hat er jetzt hier das Kursziel 121 eigentlich generiert. Natürlich mit kleineren Rücksätzen zu rechnen, dass das Gap geschlossen wird, denke ich mal, ist fast undenkbar. Ein Rücklauf bis 108 Euro wäre noch, oder 108 wäre denkbar. Zu Amazon, die wurde hier bei, tja, fast komischerweise eben auch, wenn man hier im Chat
an der Kerze bei 605 kommuniziert oder verkauft. Dann lief es nochmal runter und vor den Quartalszahlen hat er jetzt hier nochmal einen deutlichen Move wegen den Facebook-Zahlen hingelegt. Hier gab es jetzt eben Zahlen. Nachbörslich ist anscheinend die Aktie deutlich eingebrochen. Ich habe hier noch im Stream hat mich ja jemand gefragt, hey, ob da wieder ein Gap. Ich meine, jetzt sind die Zahlen da. Ich habe gesagt, dann vor den Zahlen gibt es jetzt kein Setup für mich. Würde ich das Spielchen nicht nehmen, hoch oder runter, vielleicht mit einem Straddler, mit Optionsschein, aber hier ist eben dann die Serie jetzt gebrochen. Kein nach den Quartalszahlen gab es jetzt einen Einbruch, sonst gab es immer ein Gap Up eben. Sonst Google konnte sich auch noch weiter nach oben bewegen, aber hier gab es kein spezielles Setup zu IBM. Die muss ich oder sollte sich hier halten, aber läuft auch nicht ganz aktiv, ist einfach vorgestellt. Und bei Apple habe ich auch noch mal erwähnt, wird es knapp auf Wochenschlussbasis, muss diese Wert halten. Das war's, danke fürs Zuhören und bis morgen.